Hallo zusammen, ich melde mich heute vom Kolkerlei Campingplatz zurück und ich bin jetzt wieder über der amerikanischen Grenze und habe dann in Buffalo, musste ich mir nochmal eine Handykarte kaufen, das hat super lange gedauert, weil die sich nicht aktivieren lassen hat und da war ich irgendwie 2 Stunden in diesem Walmart-Laden drin, aber die waren super bei Buffalo und dann bin ich noch 2 Stunden weitergefahren hier zu dem Campingplatz, weil der super bewertet war und habe mir dann heute endlich mal Holz besorgt, weil ich gerne ein Lagerfeuer machen wollte. Weil ich bin jetzt seit fast 1,5 Jahren unterwegs und habe nicht einmal ein Lagerfeuer gemacht bei meinen Camps. Und deswegen wollte ich das jetzt mal nachholen. Ja, und dabei könnt ihr mir zugucken. Und dann seht ihr auch noch den Rest von meinem Tag heute. Und dann viel Spaß dabei. Gesucht und nichts gefunden bisher. Und dann war hier ein Adventure Park, weil hier eigentlich eine Ski-Area ist. Dann habe ich angehalten und gedacht, ich gucke mir das mal an. Und jetzt sitze ich auf einem Lift hoch zum Mountain und fahre nachher so eine Alpinslide runter, um wieder anzukommen. Das Ganze hat mich jetzt $15 gekostet, eine Fahrt. Aber ich kriege die Aussicht, ich sitze im Skilift, ich fahre nachher eine Slide runter. Was will man mehr? So, das mache ich jetzt auf jeden Fall als Pause. Ja, und danach geht es für mich weiter. Campingplatz suchen und Internetsignal suchen. Und dann sehen wir uns wahrscheinlich später wieder. Bis dann! Bock gemacht. Leider konnte ich das nicht filmen, weil das war einfach viel zu schnell. Ich konnte die Kamera nicht festhalten mit der einen Hand. Boah, also Bromley im Staat New York macht super viel Spaß im Sommer. Kann man auf jeden Fall mal hinfahren und sich angucken. Also, bis nachher! So, ich bin jetzt angekommen im Molly Stark State Park und habe mein zweites Feuer gemacht. Und diesmal ging das auch viel, viel schneller. Nur diesmal habe ich das natürlich nicht gefilmt. Ist schon blöd. Da das jetzt schön brennt, werde ich jetzt mein Nannenbrot da drauf schmeißen und einen Salat essen und heiß duschen. Die haben gesagt, die haben heiße Duschen hier. Gestern gab es kalte Duschen, das wollte ich nicht. Und jetzt gibt es heiße Duschen. Da freue ich mich gleich schon drauf. Und dann habe ich noch eine Karte mitgenommen für morgen und plane mal so ein bisschen, wo es morgen hingeht oder ob ich morgen reiten gehe oder sowas. Und dann macht mein Feuer sich gerade doch nicht so gut. Und dann gucke ich jetzt mal, dass ich mich darum kümmere. Und dann sehen wir uns morgen. Bis dann, schlaf gut.